Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel. Ja. Hallo Brumme Dame. Ah ja. Du machst Schaden. Aber bist doch genauso schnell wieder tot. Okay, alles klar. Ja, wir sind immer noch so in Flora und immer noch in dem... Ich weiß nicht, wie der Dungeon heißt. In der oberen Quellhöhle, stimmt. Um Alpollo zu fangen. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Und meine Maus ist hier. Sieht man die? Ganz leicht. Guck mal, ganz, ganz klein ist die Maus auf dem Bild. Süß. Sehr süß. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich könnte vielleicht erzählen, ja, mein neuer Prozessor und meinen... Aua. Mein neuer Prozessor und mein neues Motherboard ist nicht angekommen. Denn Amazon hat irgendeinen Fehler gemacht und gesagt, ja komm, nö, wir buchen das Geld mal nicht von deinem Bankkonto ab und sagen einfach mal, es war ein Fehler. Keine Ahnung, was da los war. Ich hatte auf jeden Fall heute nochmal meine E-Mails geguckt und dann war irgendwie, habe ich gestern oder so oder vorgestern eine E-Mail bekommen, wie es aussieht, dass sie mir leider, dass es da irgendwie einen Fehler gab, ich weiß gar nicht genau, dass sie das Geld auf jeden Fall nicht abbuchen konnten. Hat vielleicht damit zu tun, weil ich hatte letztens, ist schon letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche irgendwie, hör auf jetzt. Hör auf jetzt daneben zu gehen! Danke. Hatte ich ein Problem und zwar wurde ich gehackt. Bei verschiedenen Sachen. Einmal bei, davor, also Ende November oder so, wurde ich bei League of Legends gehackt. Mein Account war eine kurze Zeit weg durch, ja, Support, der übrigens super nett war. Habe ich meinen Account dann auch wiederbekommen. Ich musste halt ein paar Fragen beantworten. Ja, was war hier, ja, Name, Account, E-Mail-Adresse etc. Ingame-Name, Login-Name halt, also Account-Name halt. Was so mein erster Champion war, den ich mir gekauft habe. Was ich mir als erstes mit für RP gekauft war. Das war das letzte, was ich mir für RP gekauft habe. Etc. So viele ganzen Sachen halt, solche Informationen, dann konnte man am Ende, ganz am Ende nochmal schreiben, was man noch so alles als, weiß ich nicht, Identifikationsnachweis hat. Warte, Alpollo. Dieses Mal werde ich dich festnehmen, glaub mir. Du schon wieder. Du bist ganz schön hartnäckig. Hast selber schon vergessen, dass ich unbesiegbar bin. Unbesiegbar oder nicht? Aber das ist jetzt auch egal. Ich werde dich festnehmen, so einfach ist das. Erkunder wie dich habe ich schon viele gesehen. Hartnäckige Erkunder, die mich wieder und wieder herausforderten. Keine wirkliche Herausforderung. Das könnte jetzt ein harter Schlag für dich sein. Aber das ist, es ist wirklich egal, wie sehr du es auch probierst. Es gibt keinen Weg, mich zu besiegen. Absolut keinen Weg. Also bringen wir uns hinter uns. Alles klar? Ja, sowas wie, ich habe zum Beispiel noch hingeschrieben, ich sag's jetzt nicht. Ich habe noch so Dinge geschrieben, was jetzt mein erster Champion war, die ich jemals gespielt habe und, was so, so ganz viele Sachen, mit wem ich ein Pentakill hatte, mein erster Pentakill, wie viele, was auch immer. Halt so eine solche Information, wisst ihr? Okay, hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert hat. Ah, immerhin. Ich habe es geschafft, der ist K.O. gegangen. Aber... schon wieder. Oh, ich dachte, dieses Mal wäre es ja gültig gewesen. Oh. Ganz egal, wie häufig du mich umhaust, deine Anstrengungen sind vollkommen umsonst. Ich bin unbesiegbar. Warum nur? Warum ist der Ball immer noch voller Energie direkt nach einem K.O.? Oh Gott, Schneckmax. Was ist das? Das sind Schneckmark. Ich rechnete damit, dass du mir bei immer weiter folgst. Jetzt habe ich sie im Vorhinein um Hilfe gebeten. Es sind Feuer-Pokémon. Feuer-Pokémon? Sie können dich mit ihrem Feuer verbrennen. Bis dann. Hey, lauf nicht davon. Schon wieder. Oh, hey, also war ich unvorbereitet.
Oh, wei, oh, ich verbrenne. Oh, heiß, 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 heiß. Oh, oh, wei, oh. Oh, wei, oh. Was ist das? ETF. Oh, wei, oh. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Mich nervt diese Stimme von Sonflora. Oh, wei, oh, es ist hoffnungslos. Oh, Hilfe. Oh, Krakelo. Krakelo. Als ob Krakelo zu Hilfe kommt, cool. Geht es dir gut, Sonflora? Ja, du hast mich gerettet. Wirklich gut. Komisch. Sieht dir gar nicht ähnlich, mit denen so viel Ärger zu haben. Ja. Aber du hast schon ganz schön etwas abbekommen. Daher ist es wohl gut, dass ich hier rechtzeitig aufgetaucht bin. Das freut mich. Ja, das geht voll auf den Hals, ey. Aber warum bist du hergekommen, Krakelo? Warum? Oh. Kein bestimmter Grund. Vor allem nicht, weil ich mir Sorgen um dich gemacht hätte, Sonflora. Plaudergei hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. Das ist der einzige Grund. Okay. Oh, es tut so weh, diese Stimme von Krakelo. Oh, durch die Erkältung halt noch, ey. Das ist schlimm. Nur weil es Plaudergei aufgetragen hat? Oh, was soll das? Gut, du hast mir vielleicht geholfen, aber das hat nichts zu bedeuten. Was ist das für eine Einstellung? Ich verstehe. Ich werde nicht mehr helfen. Ich werde dir nicht noch einmal helfen. Alles klar. Oh, jetzt habe ich es doch getan. Eigentlich sprechen wir ja nicht mehr miteinander. Aber ganz im Ernst, ich war froh, ihn hier zu sehen. Ich wollte dir wirklich danken. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es einfach nicht geschafft. Ach, vergiss es. Ich bin sauer auf mich selbst. Dass ich es nicht fertig gebracht habe. Dieses Mal. Ich kann diese Worte nicht mal verschlucken, ey. Ja, was? Warte mal. Ich kann die Worte nicht mal aussprechen. Ich verschlucke diese Worte. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, ach. Das ist 2 Sekunden näher. Komm schon. Oh. Und dann war Krakelo auch noch wieder ganz der alte Krakelo. Er hat sich wirklich Sorgen um mich gemacht. Ah, was? Warte mal, einen Augenblick. Krakelo, was Krakelo gesagt hat. Oh, Junge, dein Ernst. Ah, sag nicht. Aber das würde ja bedeuten. Ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was ich gerade versuche rauszubekommen. Ich glaube, ich habe es. Ein Bolle braucht es, um besiegbar zu sein. Aber das ist natürlich ein Trick. Ja, klar ist das ein Trick. Oh. So, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Ja, solche Sachen angeben und so. Ne, also, ich habe den wiederbekommen. Und dann kurze Zeit später wurde auch noch mein Amazon-Konto gehackt. Und, dann wurden halt 3 Bestellungen getätigt. 3-mal Far Cry 3 wurde bestellt. Aua. 3-mal, das ist schon heftig. Und ich hatte die Bestellung halt nicht gemacht. Dann habe ich bei Amazon angerufen. Also ich habe das so zufällig, ich habe das wirklich nur zufällig gesehen. Und ja, dann habe ich halt Amazon angerufen, den Kundenservice, und die konnten mir dann auch gut weiterhelfen. Dann hat die Frau da gesagt, ja, sie ruft bei ihrem Chef an oder bei dem, der bei der Leitung halt da. Der hat dann das nachgeguckt, hat gesagt, ja, Fernzugriff auf mein Konto. Und ja, dann haben sie die Bestellung wieder zurückgezogen und dann musste ich noch zur Bank gehen und mein Geld wieder zurückverlangen und dies, das. Habe ich auch alles wiederbekommen, alles gut verlaufen. Aber ich denke, dein Ernst jetzt? Dass ich halt nichts bestellen konnte, dass die dann Fehler mit meinem Bankkonto oder so hatten, hängt halt damit irgendwie zusammen. Kann das jetzt mal treffen, Alter? Was ist das? Meine Güte. Sowas hasse ich ja. Ja, es hängt damit irgendwie zusammen, dass sie das, weiß ich nicht, weil es halt 2 Bestellungen waren, die halt ein bisschen mehr gekostet haben. Insgesamt. Deswegen. Ich denke mal, deswegen wollten die oder hatten die da irgendwie Probleme halt wegen dem vorherigen Hackerangriff, was auch immer.
Auf jeden Fall, ja, ist das jetzt gestern nicht angekommen. Ich habe meinen neuen Prozessor und mein neues Motherboard nicht. Und ich werde es jetzt auch nicht nochmal bestellen. Ich habe dann meiner Mom gesagt, ja, hier Mama, hast jetzt Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke, weil ich ja Silvester Geburtstag habe. Machen wir das meistens so, dass ich Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke zusammenkriege, so halbwegs. Oh, fuck, oh, das war close. Hiya. Und ja. 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 Das ist halt, ja. Ist halt ein bisschen doof noch, weil ich habe mich heute gefreut, dass das ankommt, dass ich das alles einbauen kann und dann besser aufnehmen kann, besser in 60 FPS etc. Das ist, dass die ganzen Spiele nicht mehr so laggen und dies, das und was auch immer. Aber, ja. Ist halt doof, muss ich halt noch ein bisschen warten. Aber das Gute ist, wir kriegen ab nächstes Jahr Januar, und zwar schenkt mir das mein Stiefvater zum Geburtstag, eine bessere Internetleitung, hat er gesagt heute. Ziemlich geil, also vor euch gestern. Ziemlich, ziemlich geil. Das heißt, wir haben bestellen die am Ende Dezember, so 30. Dezember oder so, einen Tag vor meinem Geburtstag. Und dann so Anfang Januar ist die dann da. Und dann haben wir eine 50K-Leitung mit einem 10K-Upload. Das ist halt, also ich habe jetzt eine 6K-Leitung, es kommen nur 3000 an, muss dazu gesagt werden. Das heißt, ich habe ja eine 3K-Leitung mit einem 1000er-Upload. Und ja, das dann von einer 3K-Leitung auf mit einem 1000er-Upload auf eine 50K-Leitung mit einem 10.000er-Upload aufzustocken, sag ich mal, ist schon geil. Vor allem für mich jetzt so mit YouTube und so, wegen dem ganzen Hochladen. Und oh, ich bin recht weit gekommen. Oh, noch etwas. Herr Polo wird sich irgendwo versteckt haben. Dieses Mal werde ich ihn ganz sicher kriegen. Ja, sicher? Ich weiß es ja nicht so. Wegen meinem Upload und so, jetzt ist das halt mega schlecht. Und weil ich auch nicht unbedingt LOL zocken konnte oder das gut streamen konnte zum Beispiel. Ich konnte auch nicht gut streamen, weil mein Internet einfach zu schlecht war. Das kann ich dann mit dem Upload auch viel besser. Kann ich auch mal mehr LOL streamen, dann kann ich auch mal mehr LOL bringen, weil ich dann auch mehr LOL zocken kann, weil es dann... Oh, sie, dieser Flora, ich glaube, sie verfolgt mich immer noch. Wie hartnäckig, du meine Güte. Na gut, sie ist ein Pflanzen-Pokémon. Wenn ich also dorthin laufe... Also, ja, weil jetzt kann ich ja nicht so viel LOL zocken, weil ja meine Schwester noch im Internet ist und dann Videos guckt. Und das geht halt nicht. Sie kann nicht Videos gucken und ich kann dann zocken, das geht nicht, weil ich dann mega Ping hab. Zwischendurch kann ich dann auch mal ein bisschen was zocken, weil sie vielleicht nicht da ist oder halt keine Videos mehr gucken will oder so. Und dann, ja, zocke ich aber lieber ein bisschen für mich in Ruhe, so ganz ruhig, weil ich dann noch keine Games gemacht habe und dann aufnehmen wir halt Kacke. Und ich nehme ja auch nicht jedes Game dann für eine Aufnahme oder so. Wenn wir jetzt ein Game haben, wo jeder aus dem Team feedet und das Game sowieso lost ist seit der ersten Minute oder Champion Select, weil kompletter Bullshit gepickt wurde, wie, keine Ahnung, irgendwas, dann will ich das dann auch nicht hochladen, weil es auch für euch langweilig ist und auch doof, weil ich halt nicht die Laune dafür habe, dass dann so, also beziehungsweise keine gute Laune im Video habe, wisst ihr? Und ja, weiß nicht. Und ich kann halt viel besser Videos produzieren, ich kann halt viel mehr aufnehmen. Beziehungsweise viel mehr vorproduzieren und hochladen. Ich brauche jetzt für ein Video, für einen 20-Minuten-Part, brauche ich zum Hochladen 2 Stunden. Knappe 2 Stunden. Und wenn man jetzt so mal rechnet, ich denke nicht, dass das hundertprozentig so rübergeht oder so sich rechnen lässt, aber ich lade so gesehen 10-mal schneller meine Videos hoch. Das sind bei 2 Stunden, das sind 120 Minuten. Das dann durch 10 geteilt, weil ich ja 10 mal schneller hochlade, wären 12 Minuten. Das heißt, ich würde dann 12 Minuten für ein Video hochladen brauchen. Das heißt, ich könnte einfach mal 50 Millionen Parts so gesehen vorproduzieren. Und die dann einmal in einer Nacht oder so oder an einem Tag hochladen. Ich setze mal eine Silbe rein. Und ich hätte erstmal für 2 Wochen oder so ausgesorgt an Videos, keine Ahnung.
das klappt von der Zeit her alleine nicht, weil ich halt gar nicht so viel Zeit habe. Oh, verdammt. Na, ich glaube, das reicht. Das reicht. Wieso gehe ich eigentlich hier lang? Hier ist eine Treppe. Ich mache ja ein Praktikum und so. Und das, ich bin halt von morgens um 7:30 bis abends um 5:30 weg. Dann will ich halt nach Hause kommen, ein paar Videos gucken, dann ein bisschen LOL zocken vielleicht, wenn meine Schwester nicht da ist. Und das, ich kann halt nicht 5 Jahre vorproduzieren, deswegen. Aber so rein theoretisch, ne? Ist halt viel geiler. Viel, viel geiler. So. Da! Oh, da drüben. Oh, hi, Polo ist dort drüben. Ich habe dich gefunden. Oh, hi, Polo. Ich werde dich jetzt festnehmen. Du könntest doch einfach aufgeben. Du bist hartnäckiger als alle anderen, die versucht haben, mich zu fangen. Unglaublich, unglaublich. Einfach unglaublich sturköpfig. Aber was du auch tust, das macht keinen Unterschied. Kapierst du es nicht? Ich bin unbesiegbar. Ja, ich habe einen Beweis dafür, dass du es nicht bist. Na, wie bitte? Es gibt keine unbesiegbaren Pokémon. Von Anfang an war es nicht mehr als eine List. Von wegen Unbesiegbarkeit. Habe ich recht, Jungs? Jungs, was meinst du damit? Du hast es rausbekommen. Ja, ich habe es rausbekommen, dass du nicht alleine bist. Komm schon raus. Hier, anderen. Oh, ich wusste es. Du. Ich wusste es, oh. Es gibt nicht nur einen Apollo, sondern 3. Dieses eine Mal. Als ich Apollo den K.O. verpasst habe. Er bewegt sich nicht mehr. Oh, sieht so aus, als wäre er sei K.O. gegangen. Also, beeile ich mich besser und nehme ihn fest. Juhu! Aber jedes Mal, wenn ich dich gefangen nehmen wollte, Apollo, jedes Mal war da plötzlich dieses helle blende Licht. Einen Moment lang konnte ich nicht sehen. Und das habt ihr dann genutzt. Genutzt, um eure Plätze zu tauschen. Ihr blendet die Gegner mit einem Lichtblitz. Ihr tut es, damit die 2 Versteckten von euch hervorkommen können. Der in Ohnmacht gefallene Apollo wird dann schnell versteckt. Danach nimmt einer von euch den Platz des gerade K.O. gegangenen Apollos ein und gibt vor, unbesiegbar zu sein. Oh, weia, oh, ist so hell, doch ich sehe nichts. Oh, weia. Was? Ich habe. Oh, ich weiß doch, dass ich ihn gerade auf die Bretter geschickt habe. Warum ist er plötzlich wieder munter? Oh. Hast du gesehen? Es ist unmöglich, mich fertig zu machen. Auf diese Art habt ihr alle glauben lassen, ihr wärt der unbesiegbare Apollo. Die Erkunderteams, die euch bisher herausgefordert haben, Apollo. Sie sind auf die Täuschung reingefallen und haben im selben Augenblick den Siegeswillen verloren. Daher hat kein Erkundungsteam geschafft, Apollo festzunehmen. Aber ich kann nicht mehr reden, ey. Nicht mehr in dieser Stimme. So habt ihr diesen Erkundungsteam nach dem anderen an der Nase herumgeführt bis jetzt. Und deswegen seid ihr bisher immer davongekommen. Sieht fast so aus, als sei uns unser Geheimnis aufgeflogen. Aber du weißt sicher, was das bedeutet, oder? Wir können dich unmöglich wieder gehen lassen. Oh, wow. Ich will nicht gegen alle 3 kämpfen. Ai. Oh, wow. Oh, ai. Das ist die Quellhöhlengrube. Direkt unter uns fließt Lava. Du bist unglaublich, wirklich unglaublich hartnäckig gewesen. Deswegen sind wir hergelaufen. Das ist nun mal der beste Ort, um sich eines Pflanzen-Pokémon wie dir zu entledigen. Mach dich bereit. Oh, woher? Schon wieder Krakelo, ey. Och. Krakelo? Alles in Ordnung, Sonflora. Wie war's? Oh, was machst du denn hier? Das ist jetzt egal. Pass auf, da kommen sie. Ganz schön heiß. Okay, das ist gut. Okay, ich gehe mal so zu ihm hier und dann greife ich mal das Apollo dort an. Ja, ich greife mal das an und Krakelo greift irgendein anderes an, keine Ahnung. Das. Okay. Groll, oh, jetzt als ob ich jetzt alles verloren habe. Grasflöte dürfte helfen, oder? Ja, super. Das Apollo schläft. Ich greife das hier mit an.
Als ob er Yaola eingesetzt hat. Na, komm schon. Nice. Okay, das ist besiegt. Das ist sehr gut. Greife ich das hier an? Ich dürfte gleich wieder aufwachen, glaube ich, eigentlich. Ich setze mal vorsichtig eine Sinebeere rein. Ich habe keinen Bock zu sterben. Also besiegt zu sein. Er greift schön das Pokémon an. Super geil. Es ist aufgewacht, okay. Ich gehe mal hier hin. Genau. Grasflöte. Zack. Pfund ist. Ja, super. Komm her. Super, okay. Dann mache ich wieder eine Grasflöte. Grasflöte ist gut, Alter. Grasflöte ist gut. Ich glaube, wir haben die Bonus-Episode gleich geschafft. Schätze ich mal irgendwie. Ich weiß nicht warum. Die, also warum die so kurz ist, meine ich jetzt. Oh, wow, 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 wow. Ich gebe auf. Gut gemacht. Wir haben alle Alpolobisse erledigt. Juhu! Verweilen wir uns und nehmen sie fest. Ja. Yeah. Wenn das jetzt echt schon die Bonus-Episode war, ne? Die war kurz, ich habe mir die länger vorgestellt irgendwie. Da waren die anderen länger. Vielen Dank, der Genova Alpolo. Der unbesiegbare Alpolo, den niemand festnehmen konnte. Er wurde endlich verhaftet. Wie schockierend, dass es in Wirklichkeit drei Pokémon waren, die uns getäuscht haben. Deswegen möchte ich diese Festnahme als ermittlungstechnisch brillante Einzelleistung hervorheben. Großartig. Die Knuddeluff-Gilde hat sich abermals als bewährter Partner erwiesen. Das war ein denkwürdiger Einsatz. Oh, wie schmeichelhaft war dieses Lob, lässt von dem Schwan. Scham erröt. Was? Lässt uns vor Scham erröten, der Oberwachmeister. Aber geht das Lob gar nicht in dir, hey, hey. Hey, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn gesprochen habe. Sonflora, nimm dieses Dankeschön von mir. Sonnenschal, cool. Oh, ein Sonnenschal. Der wird mir eine große Hilfe gegen Feuertage sein. Oh, die ist exklusive Item, ist ein großer Schatz. Oh, weia, ich bin so froh. Oh. Nun gut, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Wir brechen auf. War das jetzt echt schon die Bonus-Episode? Ist ja irgendwie langweilig. Ja. Ich fand sie echt zu kurz. Eure Aufmerksamkeit bitte. Lass uns der Flora danken. Sie hat diese Festnahme zustande gebracht. Das war eine Spitzenleistung. Augenblick, ich muss sagen, ich habe das nicht ganz alleine geschafft. Wo ich gerade dabei bin, versteckt in Krakelo. Wo ist Krakelo? Krakelo? Der steckt in Schwierigkeiten. Anstatt einfach Dienst zu schieben, hat er sich stattdessen lieber irgendwo anders herumgetrieben. Hurra! Als Bestrafung habe ich ihn in den Apfelwald geschickt, um perfekte Äpfel zu sammeln. Krakelo, Plaudergei hatte dich gar nicht darum gebeten, mir zu helfen. Oh, das stimmt nicht, Plaudergei. Na, wie bitte? Wie bitte? Was soll ich stemmen? In Wahrheit hat Krakelo. Was? Ist das die Wahrheit? Ja, wenn das so ist, verdient Krakelo auch unsere Anerkennung. Ich muss ihm das augenblicklich. Ich muss ihm augenblicklich danken. Aber, Oh, was ist denn da weiter? Oh, hier. Die Regeln sind strikt. Die Tatsache, dass Krakelo seine Pflicht verletzt hat, bleibt bestehen. Strafe ist Strafe. Krakelo hat sich bereits zum Apfelwald aufgemacht. Aber er wird nur heute perfekte Äpfel ernten müssen. Oh Gott, ey. Die Stimme. Meine Stimme ist am Abkacken. Mystery Dungeon ist definitiv nicht vom Vorteil, wenn du krank bist. Oh, ich grüße dich, Sonflora. Alle sind nebenan und es fehlen große Geschichten. Doki und Dragon sind auch dort. Willst du nicht auch mitmachen, Sonflora? Nein, danke. Ich schreibe gerade etwas in mein Tagebuch. Oh, verstehe. Na gut, dann komm doch rüber, sobald du fertig bist, Sonflora. Klimunkel hat gerade eine ungeheuer gruselige Geschichte erzählt. Okay, verstanden. Ich komme gleich noch. Oh, Palim, Palim. Ja? Ist Krakelo bereits in dein Zimmer zurückgekehrt? Soweit ich weiß nicht. Er wird gerade wohl noch unterwegs sein. Oh, verstehe. Bis dann. Ich möchte den Rest der Geschichte nicht verpassen. Alleine, wenn ich daran denke. Ja, gruselig, oh. Ja. Oh, ich frage mich, ob er noch perfekte Äpfel sammelt. Ich kann nicht mal die hohe Stimme mehr, ey. Krakelo, oh, ich muss mich wirklich entschuldigen und dir danken. Ich wollte eigentlich heute nicht mehr mit dir in Dungeons gehen.
Aber leider habe ich mich dir gegenüber entsprechend abweisend verhalten. Aber ja, so, es tut mir so leid, wie abweisend ich gewesen bin. Oh. Ich wünschte, ich könnte dir das alles zurückgeben. Ich könnte das alles zurücknehmen, so. Ob du wohl in Zukunft noch einmal mit mir in Dungeons erkunden wirst? Ob wir wohl wieder Freunde werden können? Oh, wie auch immer. Sobald Krakeno zurückkommt, werde ich direkt bei ihm entschuldigen. Mach das. Ich muss es ihm sagen. Das, was ich damals nicht sagen konnte. Dankeschön. Ja, okay, die Bonus-Episode ist echt vorbei, ey. Eieiei. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, mehr machen wir jetzt auch gar nicht. Das müsst ihr gar nicht alles sehen, die Stuff-Credits. Also, ich fand die Bonus-Episode ein bisschen kurz. Ich fand, Bidiza und die Fluffeluff-Dings war irgendwie länger. Aber an sich war es war eine ganz coole Idee. Ja, das ist mir jetzt gefallen. Ich hoffe euch auch. Aber im nächsten Part geht's dann weiter mit der normalen Story. Irgendwas, ja, wir haben ja noch zwei Teile der Story, glaube ich, und ja, jetzt zwei Bonus-Episoden noch. Und gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.